Kaisers ist die alte Teufelsklinik und das Gebäude hinter mir sieht schon ziemlich düster aus. Es wird immer wieder Zeit für einen wirklich großen und spektakulären Ort und der ist hier im Elsass. Im Elsass ist die alte Teufelsklinik und das Gebäude hinter mir sieht schon ziemlich düster aus, neben diesen hohen Tannen. Wir haben zwar keine Abenddämmerung, das macht das Ganze dann vielleicht so unangenehm, dass ich auch keine Lust hätte, das hier euch jetzt zu moderieren, aber es sieht wirklich geil aus. Es ist ein Riesengelände, wir werden das in einem Zweiteiler mit euch erkunden. Heute sind wir im ersten Teil, ich werde euch gleich die Geschichte erzählen im Detail und wir werden dieses ungefähr 13 Hektar große Gelände erkunden, der dunkle Wald, die alten Gebäude, die Teufelsklinik und der Spukort in Frankreich, wenn es um Geistergeschichten geht. Ist immer ein bisschen schwierig, glaubt man an Geister oder nicht, wir werden es rausfinden, wir werden uns hier umschauen und es wird, ich glaube, sehr interessant. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, los geht's. Die Geschichte der alten Teufelsklinik geht zurück bis in das Jahr 1896. Gebaut als Hotel, kehrten an diesem Ort auch der damalige französische Präsident sowie Kaiser Wilhelm als Gäste ein. Das Hotel mit Blick auf das Elsasstal gelegen, trägt somit eine alte Geschichte mit sich. Im Jahr 1914, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, eroberte die französische Armee das Gelände, welches üppig ausgelegt ist, mit 7 Hektar Land und weiteren 6 Hektar Waldgebiet. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde das durch Granatenhagel völlig zerstörte Gebäude neu aufgebaut. Aus dem ehemaligen Luxushotel, in welchem Adlige und Mächtige Europas ein- und ausgingen, entstand 1926 eine Tuberkuloseklinik. Viele heute verlassene Orte und Anlagen dieser Größe und Lage blicken oft auf einen Abschnitt ihrer Zeit als Tuberkuloseklinik zurück. Im Zweiten Weltkrieg blieben die Gebäude größtenteils unversehrt und die Klinik wurde bis in das Jahr 2010 als medizinisches Zentrum weiterbetrieben. In der Zeit der Verwahrlosung ab 2010 wurde die Anlage um das Jahr 2012 von den ersten Neugierigen entdeckt. Seitdem erkunden regelmäßig Besucher das Gelände. Oft sind diese nur interessiert, jedoch sind immer wieder Vandalen durch die Gebäude gestreift und haben ihre Spuren hinterlassen. Die Spukgeschichten sind in den vergangenen Jahren gewachsen und der Mythos hat sich durch das ganze Land getragen. Geistjäger nahmen sich der alten Klinikgebäude an und berichteten in unzähligen Foren von schemenhaften Gestalten, unerklärlichen Möbeln, welche ihren Platz veränderten. Die Klinik, gelegen auf 1100 Meter über Normal, bietet jedoch mit ihrem dunklen Wald und ihrer abgelegenen Lage auch die perfekte Grundlage für alle Gruselgeschichten. Seither pilgern alle Geisterjäger aus Frankreich und den Grenzstaaten seit Jahren zur ehemaligen Klinik, der Teufelsklinik. Da werden wir hochklettern und natürlich in dieses Hauptgebäude schauen. Dazu aber später mehr. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Wir haben ein sehr großes Gelände, ich habe euch vorgewarnt. Und deswegen machen wir einen Zweiteiler draus, weil sonst wird es vielleicht für den einen oder anderen zu lang. Hier sieht man schon, natürlich fehlende Fenster.
Wir gehen aber erst einfach mal durch und schauen mal, weil ich glaube, wir finden hier Küchen und. Aber es sieht schon spektakulär aus. Es soll ja der Spuk- und Gruselort sein. Hier gibt es ja viele dunkle Geschichten. Und angeblich haben Menschen hier auch wirklich Begegnungen gehabt. Ich war noch nicht dabei, ich habe noch keinen getroffen. Obwohl beim Galileo-Dreh in der Poltergeist-Villa war es auch nicht so ganz klar. Das sieht cool aus. Hier sind alte Parkplätze. Also war das hier wahrscheinlich eher für die Bediensteten und hier hatte wahrscheinlich der Hausmeister seine Kammer. Vielleicht stand hier der Rasenmäher. Das ganze Ding ist aus dem Jahr 1925. Da ging das hier oben auf diesem Berg los. Seit 2011 ist hier jetzt nun wirklich Schicht im Schacht und hier passiert gar nichts mehr. Zurückgeblieben ist natürlich eine ganze Menge an Möbeln. Hier sollen tolle Möbel gestanden haben. Hier war viel Equipment noch drin, was man gebraucht hat in dieser Klinik. Und wir sehen hier noch diese alten Regale und es ist wirklich ein typischer Lost Place eigentlich. Also wirklich ein Lost Place, an dem natürlich auch der eine oder andere eine Runde ernsthaft gespielt hat, der eine oder andere auch natürlich sein Dasein wieder mal verewigen musste an irgendeiner Wand. Aber einfach der Charme hier, dieses Morbide, es gibt, sind wirklich Räume, die sind total, wie sagt man das mal am besten? Manchmal fehlen mir einfach die Worte, es ist einfach so alt, so richtig alt, ja. So, das ist es. Was glaubt ihr? Und auch Emma, was glaubst du hinter der Kamera? War das, oh Vorsicht, hier ist rutschig. Was war das hier mal? Das habe ich mich eben schon mal bei Drohnenaufnahmen gefragt. War das so eine Art, weil da vorne haben wir ein großes Zufahrtstor. Ne? War das hier so eine Art Lieferanteneingang? Irgendwie sowas, ne? Aber ganz schön groß. Aber wir haben hier auch viele gekachelte Bereiche. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal hier rein. Kommt, wir gehen einfach hier irgendwo rein. Wir müssen hier mal eben rüberklettern. Siehst du den Fußboden? Das ist dieser Krankenhausboden. Ne? Man sieht das noch hier an den Kanten, an den Seiten. Da ist dieser olle Fahrstuhl, der auch mega gruselig aussieht. Ganz ehrlich sagen, das sieht aus wie der Fahrstuhl direkt in die Hölle. Aber ich freue mich gerade, es war ja nun mal auch ein Klinikum. Also was das hier genau auf dem Bereich war, wir haben eben noch mal so ein bisschen off-cam diskutiert, aber es ist ein bisschen schwierig, ne? Schwierig einzuordnen. Es könnte natürlich irgendein Bereich wie Wäscherei auch gewesen sein. Es ist aber auch dieser typische Krankenhausboden. Deswegen wäre es mal ganz interessant, was ihr glaubt, was das mal war. Das Gebäude oder die ganze Anlage ist natürlich sehr, sehr, sehr groß. Ich sehe hier schon Treppe in Treppe. Also hier habt ihr ein Treppenhaus zum Treppenhaus. Ich denke aber auch damals ganz schön eigentlich gewesen. Guck mal, hier waren Briefkästen. Es ist natürlich heute schwer zu erkennen, was war jetzt ein Verwaltungsgebäude, was war jetzt genau das oder das, also von außen. Aber ich denke, dass wir von innen da ein bisschen mehr raushinden können, einfach was das angeht. Ein Riesengelände, es soll spuken hier, es soll Geister geben. Es soll ja hier auch gespukt haben und wahrscheinlich wird es das auch getan haben. Das ist so ein bisschen nur die Aufteilung jetzt. Ne? Du hast Raum, Bad, Raum. Das war ein Patientenzimmer hier. Oder? Hier ist Teppichboden drin oder das war Kinder. Guck mal, hier ist irgendwas für Kinder gewesen. Das ist eine Kinderstation, ne? Hast du eine Kinderstation gehabt? Ein Bad? Wieder ein Zimmer? Schön spannend. Also hier sollen von vielen Geisterjägern die Geräte, die sie immer alle dabei haben, ausgeschlagen sein und hier wirklich Aktivitäten festgestellt haben. Und vielleicht wäre auch so ein abendlicher Besuch in so einer Anlage mal ganz interessant. Gehen wir erstmal nach links. Ja, hier sind die ganzen Räume, die ganzen Zimmer. Und da vorne ist der Fahrstuhlmotor. Hat man natürlich heftig gewütet, ist uns aber schon öfter aufgefallen, so in Richtung Grenzbereich. Das ist der Fahrstuhlmotor von dem Fahrstuhl, den wir eben unten gesehen haben, ne? In dem Raum. Es gibt bestimmt ja noch einen Keller drunter, ne? Das sieht aber auch so zusammengewürfelt aus. Aber das sieht auch so typisch so krankenhausmäßig aus. Reha-Klinik, Krankenhaus, Kur, Sanatorium.
Ein sehr spannender großer Ort. Nur mal auf die andere Seite gucken. Weil hier sind ja auch nur Patientenzimmer. Kann es sein, dass diese ganzen Blocks links weg Patientenzimmer waren und dass man in dem Hauptgebäude halt quasi gegessen hat? Weil hier haben die Badezimmer. Siehst du? Schrank und hier gab es ein Bad. Und dann war hier wahrscheinlich ein Bett. Da vorne war ein Bett und links wahrscheinlich daneben ein Schränkchen. Wahrscheinlich gab es auch einen kleinen Fernseher. Obwohl wir ja auch echt schlechten Handyempfang haben, muss ich sagen. Aber vielleicht wird er auch gestört von irgendwas. Das ist hier die Frage. Nächstes Patientenzimmer. Ja. Also die waren unterschiedlich aufgebaut, aber hier sind auch schon wieder so Kindersticker-Bilder dran. An den Fliesen haben wir das hier auch. Hier siehst du richtig so Krankenhaustür. Nee, hier haben wir das wieder nicht. Ach, und die Zimmer waren miteinander auch nochmal verbunden. Ne? Das heißt, Schwester konnte hier reingehen, konnte dann hier reingehen, hier wieder rausgehen. Schon spannend. Komplett durch, ne? Hier sind Wandschränke gewesen, wahrscheinlich Handtücher drin gewesen und so ein Zeug. Und hier hast du wieder so Zimmer. Also es gab unterschiedliche Patientenzimmer. Die einen hatten ein Bad im Raum und einige hatten hier draußen ein Bad. Und das war in knallrosa. Glaubst du das wahrscheinlich immer so? Oder hat das einer gesprüht? Nee, das war so, ne? Oha. Knallig. Und auf der anderen Seite ist blau, ne? Das war doch auch ein Bad, ne? Da war eine Badewanne drin und hier war nur eine Toilette. Das ist wahrscheinlich, wenn jemand den Raum hier genutzt hat, dass man jetzt nicht anhalten musste, ne? Sondern dass man eben woanders hingehen konnte. Gut, ich würde sagen, wir springen mal nach unten und gehen weiter in die Richtung und dann gucken wir mal, ob es auch einen Keller gibt. Weil dieser Fahrstuhl, den wir jetzt am Anfang gesehen haben, irritiert mich ein bisschen. Wo geht der denn hin? Der kann ja eigentlich nur nach unten gehen, weil hier oben... Da geht der Fahrstuhl runter. Hast du ein Fahrstuhl-Dings gesehen? Eine Fahrstuhltür hier? Nee, ne? Ich auch nicht, weil da hat die Wand ja. Hier ist ja eine Wand drin. Ne? Spinnweben. Ein Riesengelände. Immer gefährlich hier mit so keine Geländer. Über sind die offene Gullidecke. Man muss schon wirklich aufpassen. Da liegt auch irgendwie ein bisschen Zeug drin. Ne? Aber die Wand war schon immer da, ne? Also zumindest ist sie schon ziemlich lang da. Ein bisschen seltsam, ne? Weil du kommst hier in das Stockwerk von hier aus gar nicht rein. Aber hier gab es ja, ich habe auch noch nie so ein doppeltes, haben wir noch nie gefilmt, ne? Ein Treppenhaus, wo du aus einer Stufe zack in ein Treppenhaus gehst. Das haben wir noch nie gehabt. Totaler Irrsinn. Ich meine, man hat sich quasi am Ende des Tages zwei Treppenhäuser hier bastelt. Schauen wir mal hier oben. Es gibt auch immer zwei Arten von Lost Places. Es gibt so die Lost Places mit so vielen kleinen Details. Und dann gibt es diese maroden, riesigen Lost Places wie diesen hier. Und das ist ganz cool. Okay, hier haben wir schon mal wieder ein bisschen Inventar. Das ist wieder kleine Schrankfächer. Ach, hier ist der Lift auch. Guck. So konntest du auf jeden Fall von hier oben entweder so einen Rollwagen oder ein Bett runterschieben. Weil die Größe vom Fahrstuhl, war die ausreichend für ein Bett? Nee, ne? Also Rollwagen. War das also ein Service-Fahrstuhl? Was war denn das für ein Raum? Das sieht mir fast aus wie so ein Wäschelager oder so, ne? Das war wahrscheinlich ein Wäschelager. Dann war vielleicht da unten drunter die Wäscherei. D'accord? Vielleicht, ne? Ich glaube, es war die Wäscherei. Hier ist auch wieder eine Toilette, Ablagen und ein Waschbecken. Ja, wurde ausgestattet. Ne? Also auf Klo gehen konntest du definitiv, wenn du hier als Mitarbeiter unterwegs warst, überall, hattest du keine langen Wege noch. Gut. Aber warum die zwei Treppenhäuser? Konstruktionsbedingt waren das damals so, haben wir aber noch nie gesehen. Ich glaube, das eine ist einfach Service und das andere ist für die Patienten. Einmal für Service, einmal für Patienten, ne? Guck mal, ein altes Maggi-Ding. Püree, als ob der Teller schwebt.
Flockenpüree komplett von Maggi. Mit Maggi ist gut Kartoffel essen. Aber wir sind in Frankreich, warum ist das hier auf Deutsch? Wir sind ganz in der Nähe von Frankreich. Ja, wir sind in der Nähe der deutschen Grenze, das ist klar. Ja, gut Elsass, ne? Wer kennt's nicht? Schöne Ecke hier, kann man auch gut Motorrad fahren, haben wir gesehen. Kamen uns nämlich alle relativ scharfkantig entgegen. Aber das kann sein, dass deswegen hier das auf Deutsch gelandet ist. Rumgeballert hat hier auch einer, doch. Guck mal. Hast du mehrere gesehen? Also es wurde hier mal Paintball gespielt. Kann sein, dass hier eine Wäscherei dann war. Ne? Hier sind wir wieder unten, wo wir vorhin waren. Da ist der Fahrstuhl. Aber vielleicht geht er ja noch tiefer. Vielleicht gab es da noch ein anderes Geschoss. Hier wurde auch Softair gespielt. Also nein, nicht Softair, sondern Airsoft. Heißt jetzt nicht mehr Softair, sondern Airsoft. Und cooler Raum. Airsoft hat man hier auch eine Zeit lang gespielt. Ich meine, 2011 war hier Ende Gelände. Was war denn das? Das sieht aus wie eine Kantine. Das war bestimmt die Kantine der Bediensteten, oder? Kann das sein? Das sieht aus wie so eine Ausgabe. Hier war eine Küche drin oder das war die Spüle. Hier hat man es zurückgegeben. Weil du hast hier auch noch diese kleinen, siehst du diese kleinen Deckeldinger? Da sind noch ein paar Dosen. Die Dosen kamen wahrscheinlich später. Aber das könnte sein, dass man hier das Geschirr wieder zurückgegeben hat. Hier sind noch, das sieht auch mit dem Stoff. Das sind aus Toiletten. Und hier eine größere Tür. Da gehst du hoch zu den Zimmern. Ich glaube, hier gab es eine Kantine, ne? Dass du hier ein bisschen spachteln konntest. Das Gelände ist ja wirklich groß. Und wir kommen jetzt hier wieder raus und da sind noch zwei Leute. Wenn wir jetzt hier auf der Seite wieder reingehen, sehen wir nämlich, dass es hier gebrannt hat. Die Bude wurde angezündet. Die Bude wurde auch nicht nur einmal angezündet, ich glaube zweimal, wenn ich mich recht entsinne. Vorne der Dachstuhl hat gebrannt und die Seite hat auch schon gebrannt. Ne? Man sieht das auch hier ganz gut in diesem sehr mysteriösen Bereich, weil es ist immer noch die Frage, es ist immer noch die Frage, du kommst von da hinten, du hast hier diesen Lieferantenzugang mit diesem riesigen Tor. Und was war denn das? Eine Tiefgarage? Ja. Aber die ist aber sehr schmal gehalten. Ne? Ich meine, vielleicht hat man ja auch so gut verdient, dass man hier nur mit einem Lambo reingefahren ist. Ne? Porsche, Lamborghini, das passt. Ne? Nee, es ist eine Tiefgarage. Ne? Und die hat auch schon ordentlich gefackelt. Stinkt nicht mehr, ist also lange her. Da tropft aus einem Rohr. Sieht aber auch sehr apokalyptisch aus hier unten, ne? Als wären wir in so einem Endzeitfilm unterwegs. Hier ist eine Tiefgarage, hier wird es ja auch ein bisschen tiefer. Ich finde die Zufahrt aber wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch im Bild aussieht, aber ich finde die ein bisschen. Ich bin 1,85 war richtig, ne? 1,85, ihr wisst es als Zuschauer wahrscheinlich schon besser als ich selber, aber gut. 1,85 und deswegen sage ich so, sportliche Größe gewesen. Ich habe jetzt schon die Spinnweben im Ohr. Außer wie gesagt, man hat hier so gut verdient, dass man nur mit Porsche und Lambo reingefahren ist, dann reicht das nämlich aus. Aber beim Renault Espace, glaube ich, ein bisschen enger. Weiter geht's durch die apokalyptische Tiefgarage. Also wir haben da hinten Versorgung, wir haben da hinten Mitarbeiterräume zum Essen. Wir sind jetzt hier unten in der Tiefgarage. Vielleicht gab es ja auch noch Bedienstetenzimmer, die wir irgendwo finden können. Oder Büroräume. Hier ist schon wieder ein Klo, also mit Toiletten haben die es hier, ne? Von WC zu WC. Ja, hier ist das Klo. Ja, ich glaube, das werden hier alles so,
so Vorratsräume gewesen sein. Hier waren überall Regale an der Wand. Vielleicht hat der Hausmeister hier sein Räumchen gehabt. Das kann sein. Hier draußen, hier haben wir noch mehr Garagen. Es gab also auch nochmal einen Unterschied, ne? Ob du einen Tiefgaragenstellplatz bekommen hast oder nicht. Draußen sind nämlich auch noch Garagen. Schon dort, die haben eine Tiefgarage in so einem Lost Place. Hier ist auch noch ein Lagerraum. So. Haben wir noch nicht gehabt? Gar nicht. Ganz viele Glasscheiben drin, ne? In den Regalen. Haben wir vielleicht irgendwie so ein bisschen Vorrat gehabt zum Reparieren? Möglich ist das. Und hier draußen sind noch Garagen. Oh, die sehen aber auch schon ganz schön übel aus. Hier haben wir eine ganze Bank weg Garagen. Gab wahrscheinlich zwei Kategorien von Mitarbeitern. Das ist immer ein bisschen schade, ne? Da eine Tiefgarage und dann hast du hier draußen hast du dann die Dinger. Weiß ich auch nicht. Also ich habe überlegt, was ich dazu sage. Vorsicht, hier geht es wohl noch irgendwie runter. Ich glaube, man hat sich hier... Hier hat auf jeden Fall jemand seine Altreifen entsorgt. Ist eigentlich Käse sowas, ne? Sowas zu machen, weil die Reifen, guck mal, die sind richtig rausgeschnitten. Vielleicht haben die auch für ich meine, wollen keine verurteilen, vielleicht haben die eben auch für Airsoft hier irgendwie benutzt und irgendwo aufgestapelt. Das kann sein. Aber schade drum, dass sie hier liegen und einfach vergammeln, weil viele Reifen kann man ja wieder aufarbeiten und nochmal verwenden oder anderes Material recyceln und. Das ist ein bisschen schade, ne? Genau wie die Müllberge haben wir leider immer wieder. Wir waren jetzt eben hier vorne. Das ist das Gebäude mit der Tiefgarage. Wir gucken jetzt auch einfach mal von außen, ob sich das lohnt, jetzt da reinzugehen, weil es sieht schon ziemlich übel aus, ne? Oder? Da oben sind noch Balkone, zwei Stück, würde ich aber nicht empfehlen. Nee, da ist auch noch drei. In der obersten Etage und drei Stück, da sich drauf zu stellen, würde ich aber jetzt auch nicht empfehlen. Geht wahrscheinlich da hinten los und da sind auch noch zwei. Ich schätze, dass da Büroräume waren, vielleicht für Mitarbeiter Unterkünfte zur Verfügung standen. Hier sind die Garagen gewesen und dass dort die Verwaltung drin gesessen hat. Wir machen jetzt mal einen kurzen Sprung und sehen uns am Anfang der Gebäudereihe wieder. Da ist nämlich eines der großen Gebäude, das gebrannt hat. Im Keller schlummert aber auch noch das eine oder andere. Hier ist der Versorgungsraum gewesen. Hier war wahrscheinlich eine gigantische Heizungsanlage drin. Von der Architektur finde ich ganz cool. Die haben überall hier in dem Gebäude, ihr werdet es hier und da noch sehen, diese Spitzdächer für Lichteinfall. Das ist ganz cool. Aber hier wird die Heizungsanlage gewesen sein. Die ist natürlich, hat die Beine bekommen oder wurde verkauft, kann natürlich auch sein. Man sieht aber an den Rohren und vor allem an den Rohren hier drüben, das sind richtig fette Oschis. Guckt euch die Dinger an hier. Dass hier irgendwas richtig Fettes drin gestanden hat. Wenn irgendeiner eine Vorahnung hat, dass das hier eine Heizungsanlage war und warum das, was sind das für Riesenrohre, die aus dem Boden kommen, weil das ist hier gewesen, das ist hier gewesen und hier und vielleicht noch da hinten hinter. Was war das denn? Da unten ist so ein Schacht einfach nur drin. Was haben die hier gemacht? War das ein Deckel, der auf dem Rohr war? Ist das ein Zugang in Versorgungsschacht gewesen? Für die ganzen Rohrleitungen, weil die sind ja immer, die ganzen Gebäude sind ja miteinander verbunden. Und hier ist wieder die große Halle, ne? Also da, wo man reinfahren kann. Und hier stand wahrscheinlich, man sieht die Sockel, ihr kennt hunderte dieser Sockel, die wir euch schon gezeigt haben. Ich meine, hier der ganze Boden ist gefühlt da so ein Sockel. Sind über diese Sockelplatten, ne? Und jetzt gehen wir gleich in dieses Gebäude. Da schauen wir auch noch von außen einmal drauf. Und zwar hier, das hier. Dahinter, ihr seht schon, es ist noch gigantisch groß. Wir könnten wahrscheinlich, würden wir jeden Raum zeigen, ist, ich sag's immer wieder, riesengroß. Und dieses Gebäude, das sieht von außen noch eigentlich ganz cool aus mit den Platten, mit dem Weiß, mit diesem Abblättern, diese abblätternde Farbe. Der kleine Giebel, dieses Vordach, was da dran ist, die Aufstelldinger. Die haben wir auch das erste Mal, als wir angefangen haben, Filme über solche Themen zu machen, in Italien viel gesehen. Ne? Diese an alten Sanatorien, die konntest du runterziehen, dass die Sonne nicht reinscheint, aber dass du trotzdem viel Luft in den Raum kriegst. Wieso ist eigentlich diese Art von Fensterkonstruktion ausgestorben? Aus der Zeit gefallen?
Weil das System ist eigentlich ganz cool, ne? Was hier drin war, werden wir jetzt versuchen, mit euch rauszufinden. Hat auf jeden Fall ein Kellergeschoss. Hier vorne gibt es keinen Keller mehr. Wir haben keinen mehr gefunden. Und hier, mit der alten Lampe, wie das abblättert. Oh, ist das schön. Charme der Zeit. Und hier starten wir im Keller. Das ist das Gebäude, was ziemlich heftig gebrannt hat. Hier ist der ganze Dachstuhl eingefallen und und. Bei solchen Gebäuden denkt man, es ist wirklich lebensgefährlich. Also es reicht schon, wenn wir zwei jetzt hier gerade unterwegs sind. Man sieht die Treppen an den Seiten. Das sieht ganz schön aus. Da oben ist ein Geländer, was optisch, weiß nicht, wie gut ihr sehen könnt. Aber wir schauen es uns gleich nochmal an, was ganz gut aussieht. Und hier gehen wir erstmal in den finsteren Keller und schauen mal, was wir hier noch sehen. Jo, guck mal, hier ist ein riesen Versorgungsschacht. Der ist echt tief, ne? Da könntest du wahrscheinlich hier reinklettern und könntest sonst wohin latschen, ne? Kriechen. Theoretisch. Hier sind überall so Räume mit noch ganz alten Schränken. Da drüben ist so ein alter Holzschrank. Muss mal aufpassen, dass wir hier nicht in diesen Schlund fallen. Guck mal, hier sind Spinde, alte Spinde. Hier hat man sich also umgezogen, ne? Das waren die Mitarbeiter umkleiden. Da hängen noch ein paar Bügel drin. Hier gibt es eine Dusche. Typische Papierspender. Ja, ja. Von hier aus ging es. Also aus dem Keller kamen sie. Das war mal hier dran, ne? Das war mal so ein Arbeitstisch, der hier auf der Seite dran war. Da oben sind so Aktenordner halt da. Ne? Kannst du Ordner reinstellen. Und das war wahrscheinlich, ja, was war das mal? War das vielleicht ein kleines Labor oder irgendetwas? Die Farbe von den Schränken frage ich mich gerade so ein bisschen. Oder ein Desinfektionsbereich, weil hier liegt ja noch einiges. Schwer aber nach so vielen Jahren und so vielen Leuten, die hier durchgewandert sind, ob die Sachen halt auch irgendwie da lagen, wo sie jetzt liegen und so weiter. Ne? Weil ich meine, hier hat auch jemand einen Campingkocher ausgepackt. Wahrscheinlich hat er dann hier seine Überlebensmahlzeit bei der Entdeckung dieses großen Geländes zu sich genommen. Nächstes Mal vielleicht einen Karton mitnehmen. Schäme nicht, ne? Deswegen kann man nicht so ganz genau sagen, was das hier mal genau war. Guck mal, hier ist was mit. Das ist so ein, ganze Fachkräfte. Das mit dem, ihr wisst, was ich meine, mit dem zum Sterilisieren, diese Maschinen. Die sehen aus wie Geschirrspüler. Da kannst du aber halt so Bettpfannen und all so einen Scheiß reinmachen. Das wird hier gestanden haben. Ich muss das jetzt mal hier. Ja. Kann ich richtig gut sehen eigentlich. Siehst du, da ist sowas so zum Reinbullern. Ne? Okay, gut. Also, Pichterie hat man hier unten gemacht. Wahrscheinlich hier oder im Nachbarraum. Gucken wir mal. Hier ist aber kein Lift. Wir haben das hier runtergekriegt. Zu Fuß. Ich schaue mal eben für euch und Emma, weil. Nee, komplett leer, brauchen wir nicht. Hier so eine Kletteraktion jetzt mal machen. Wir gehen einfach weiter. Ja. Das ist hier Leben am Limit. Ich meine, soll der ganze Ort spuken oder soll nur die Villa da oben spuken? Ich weiß es nicht, aber ich glaube mir, dass es zur richtigen Tageszeit im richtigen Ambiente hier echt gruselig sein kann. Ne? Also hier unten war auch Versorgung, Lager, Zeug, was sie hier gelagert haben. Da drüben sieht man so ein bisschen. Klettern wir eben einmal rüber, ob ich hier was sehen kann. Hier waren hier für Zeug. So Schraubenkästen und all so ein Zeug. Also auch alles nur Versorgung gewesen hier unten. Spannend. Es riecht immer so an das Place. Ne? Modrig, alt.
Spannend, spannende Räume. Viele Räume, große Räume. T-Shirt guckt aus der Hose, Hose hochziehen. Schreiben Sie wieder in die Kommentare, freue ich mich. Zack, so. Weiter geht's. Emma zieht die Augenbrauen hoch. Ja. Sieht einfach fancy aus. Guck mal, das ist so eine Lappentür hier. Kann natürlich sein, dass auch hier irgendwie in Richtung Sterilisieren gearbeitet wurde. Aber hier sehen wir es erstmal auch eine Rampe. Ne? Also ich habe mich nämlich vorhin gefragt, der Zettel kann natürlich auch da hinten hingewandert sein. Hier ist die erste Rampe jetzt. Ja, hier ist die erste Rampe und ich glaube, guck mal, das kommt von diesem Versorgungstrakt, der da hinten ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man eben da steril gemacht hat und nicht in dem Raum da hinten, weil das trägst ja nicht die Treppen hoch und runter. So, jetzt sind wir wieder hier und kurz vor dem Ende. Wir werden uns nämlich beim nächsten Mal, also am nächsten Sonntag, morgen gemeinsam mit einem netten Frühstück, wie es die meisten von euch machen, treffen. Ganz viele Farbeimer und uns die andere Seite angucken. Wir gehen jetzt aber nochmal nach oben, bevor wir waren jetzt eben da unten, ne? Das ist hier so ein bisschen, das ist links, rechts, wir waren eben da unten. Ach Gott, das war mal gelb, ne? Ja, alles gelb hier strichen. Das ist ein ganz alter Stromkasten. Sieht natürlich auch total apokalyptisch aus. So, jetzt mal gucken, ob wir hier noch erkennen können, um was es sich hier gehandelt hat, genau. Aber die Lampe und so, das ist... Ich glaube, das waren auch Patientenzimmer damals in dem Gebäude hier. Ne? Einzelne, das ist natürlich jetzt ganz, ganz sportlich. Hier ist ein Raum mit einer Wand und wahrscheinlich eine Badewanne und eine Toilette und ein Waschbecken. Ne? Es kann sein, das ist eine Sache, die weiß ich jetzt gerade aus dem FF nicht, aber es kann sein, dass Gebäude vielleicht modernisiert wurden oder später auch hinzugefügt wurden. Denn das hier ist definitiv älter, meines Empfindens nach, als das, was wir eben am Anfang hinten gesehen haben. Ich glaube, dass das Gebäude um 1925 mit als erstes stand und die anderen Gebäude dann Stück für Stück mit der Zeit dazugekommen sind. Wenn wir das dazu finden, kriegt ihr das natürlich noch im zweiten Teil präsentiert. Wenn da nichts kommt, gibt es auch nichts. So. Ja, hier sind doch überall so. Ja. Guck hier wieder die Wandschränke. Da hinten ist das Bad, das Zimmer mit einer Dusche. Hier werden die Patientenzimmer. Der Dachgiebel ist komplett weg, also das Obergeschoss ist komplett abgefackelt. Und ich sage euch mal was, wenn Gebäude so aussehen wie diese hier, na, also dass man den Boden schon, guck mal, jetzt noch ein alter Stuhl gewesen, dass man den Fußboden, das ist wieder dieser blaue Gummiboden, wenn die Gebäude wirklich so aussehen, dann kann man sich einen zweiten, einen dritten Stock wirklich sparen. Wir haben im Harz mal ein Gebäude gesehen, das eingestürzt. Das ging so. Schon ein paar Jahre her, aber das ging ohne Vorwarnung. Und das sah auch so aus. Ne? Also es war wirklich dieselbe Substanz, optisch. Albrechtshaus war das damals. Wenn das einer kennt. Gott, das auch. Ich glaube, die Möbel waren, es gibt nämlich so ein paar Informationen darüber, dass es sehr schöne Möbel hier damals gab. Also dass es so grundlegend hier sehr gut ausgestattet war. Und ich glaube, das ist auch der Fall gewesen. Zumindest für eine Klinik. Hier ist mein Bett. Guck mal da. Da hast du dein Bett vor und dann kannst du da dein Zeug drauflegen. Heute. Ja, siehst du diesen Putz wieder? Sich einfach nur so bogen. Wahnsinn. Okay. Da liegt noch ein Schrank. Hier ist noch ein Kühlschrank drin, da ist noch so ein Uraltstuhl. Ja, Zahn der Zeit, ne? Zahn der Zeit. Heftig. So sieht das aus. 9, 13, knapp 13 Jahre später. Nachdem hier nichts mehr stattgefunden hat. Wir würden sagen, für den ersten Teil war es das von diesem Lost Place. Wir werden uns den zweiten Teil der Teufelsklinik
gemeinsam anschauen, und zwar am nächsten Sonntag um 9 Uhr. Wir sind gespannt drauf, wie es wird, weil wir wissen es ja jetzt auch noch nicht und ihr auch noch nicht. Und deswegen habt Vorfreude, ab 9 Uhr nächsten Sonntag geht es in die nächsten Gebäudeteile. Es gibt noch ein Schwimmbad, es gibt dieses Herrenhaus und diese gigantisch große Anlage. Wir schauen mal, wie lang es wird. Hoffentlich kriegen wir das alles in einen Part. Und ich glaube, es wird nochmal ganz interessant. Eure Meinung zu diesem Ort, Gedanken, Ideen, was ist was, unten in die Videokommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und ciao, macht's gut. Here we go again, you think by now I know better. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I've